Kommissar, Kommissar, wo ist Kommissar? Da, die. Oh! Das war ans Auge! Ich treff nicht! Sprengstoff? Ich muss nachladen. Läuft der weiter? Ja. Ich glaube, wir müssen zum... Scheiße. Überlaufen! Er läuft nicht! Warum kann ich jetzt nur... Ach, jetzt. Jetzt läuft er. Ich glaube, wir müssen zum anderen Fenster. Ja, komm. Oh, zwei auf einen Streich. Irgendwie ist die KI verwirrt. Ja, stört mich aber jetzt nicht weiter. Hier sind noch zwei. Da. Hast du den anderen? Gut. Hab ich schon nachgeladen? Siehst du noch wen? Da oben, da unten. Noch weg? Hab ihn. Da. Ich muss nachladen. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Hier im Haus. Ach, du schießt da hinten. Im Haus ist noch einer? Ja, da wo er war. Da waren drei Stück. Aber ich hab sie. Sie sind alle weg. Keine Panik. Oben. Einer war noch. Da unten. Eine Etage tiefer. Oben noch einer. Hast du ihn? Ja. Ich lad nach. Jetzt können wir aber nicht mehr viel machen, ne? Er geht die Treppe runter. Oh Gott, ich bin hier runtergefallen. Wie ducke ich mich nochmal? C. Ja, aber richtig hinlegen. So. Das Y? Ich sollte das bisschen ruhiger angehen hier. Oh, ich muss nachladen. Hast ihn? Sehr schön. Er läuft weiter, ne? Yep. Hier kommt nichts mehr. Warte, ich komme zu dir nach hinten. Huch! Oh, ich falle auch gleich runter. Wer brüllt hier immer, dass er Hilfe braucht? Bist du das? Ich nein. Hier ist irgendwo ein Sniper, da oben. Arm weg. Kopf weg. Auch weg. Der läuft hier unten rum. Ich sehe nichts. Der kommt zu uns, oder? Meinst du? Ziemlich nach Haus. Ach, da bist du. Bist eine Etage tiefer. So weit haben wir das doch noch nie geschafft. Herzlich willkommen übrigens zu Sniper Elite V2. Wir müssen Till Schweiger treffen. Mit unseren zwei Oberluschen. Mit den zwei Oberluschen. Wo ist er jetzt? Till, wo bist du? Ich mag deine Filme. Ja. Sterb nicht. Hör auf, Filme von komplizierten Vater-Tochter-Beziehungen zu drehen. Ich hab mal meine Maus ein bisschen unempfindlicher gestellt. Achso. Er ist verletzt. Wenn nicht, sind wir beide tot. Wir sind doch zu zweit. Redet er nicht mit mir? Oder nicht mit dir? Oder wie oder was? Wir sollen sie aufhalten. Da hinten. Halte deine Position. Da oben? Ach, du bist nach da oben gelaufen. Warum bin ich nach unten gelaufen? Position. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin nach unten gegangen. Mir war mal so. Aber mein Charakter passt. Der läuft wie ein alter Opa. Von wo kommen die jetzt? Keine Ahnung, man kann auch Fallen bauen irgendwie. Das habe ich aber schon vergessen, wie das geht. G oder so, weiß ich jetzt. Oh, das war eine Handgranate! Oh. War das G?
Aber man musste das erst noch auswählen irgendwie, ne? Nee. Sind das Russen? Oh! Die sehen ziemlich russisch aus. Also gegenüber sind sie nicht. Sind die hier unten auf der Straße? Ja. Du machst das schon, ne? Ja, so gut ich kann. Da, ich sehe einen. Da kommt ein LKW. Wie legt man sich jetzt hin? X oder Y? C. Ach, noch? Ja. Oh! Bei mir stand eben, sage C. Aber ich kann nicht. Du kriegst mir... Das geht so nicht. Du kriegst mir vor der Linse. Oh! Dummer Russe. Hat er nicht gesagt. Bolschewist. Kommen da noch mehr hoch? Sag mal, wenn einer uns entwischt. Einen hab ich. Ah, da, ich sehe schon. Das, wo wurde ihn? Ach, da haben die mich gesehen. Ah. Das ist doch schon wieder hinter uns. Warum kriege ich immer Unfähigkeitspunkte? Ich erschieße hier immer die, die uns in den Rücken fallen und kriege Unfähigkeitspunkte. Das finde ich unfair, du doofes Spiel. Oh, jetzt habe ich einen... Angriff vorbei. Angriff vorbei. In Sicherheit. Danke fürs Reden. Oh, Till geht schlecht. Aber ich befürchte, es war... Halt durch! Zeitverschwendung. Wolf hat einen Plan. V2-Raketen. Tabun. Oh Gott. Wo ist das? Es ist kein... Kein Ort. Was ist es dann? Was ist Tabun? Antworte mir. Die Info über Schweiger war... Entschuldigung. Ich hörte mich. Worin wir uns noch geirrt hatten oder was wir nicht wussten. Ich glaube, das kann Till Schweiger besser. Was zum Teufel war das? Was? Sterben. Und worin bestand Wolfs Plan? Wie kann man besser sterben, als wirklich zu sterben? Oh Mann. Oh, jetzt hatte ich Tränen in den Augen. Wir machen mal weiter, ne? Wir haben ja jetzt erst 8 Minuten um. Ich habe gesagt, wir machen weiter. Okay. Warum haben wir das denn nicht geschafft? Ich musste mich später darum kümmern. Ich hatte neue Infos über Müller. Weil wir blöd waren. Er war versetzt worden, um den Flug zu kommandieren. Aber ist das jetzt besser? Wir quatschen jetzt den Text. Gerne, aber das HQ glaubte, eine Stelle für den Schuss gefunden zu haben. Und sie wollten von einem Flugzeug Pläne und Vorräte abwerfen lassen. Leider hatten die Flieger die Abwurfzone verpasst. Sie hatten den ungünstigsten aller Orte getroffen. Das Dach eines Kirchturms. Es stellte sich mir nur die Frage, wer auf mich warten würde. Die Deutschen oder die Russen? Kein Zweifel, dass die mich erwarten würden. Ich stell dir mal vor, die hätten den, das hätte den Berliner Fernsehturm gegeben. Oben auf der Spitze so aufgespießt wie bei Fluch der Karibik 2 hier. Wo er sich da die ganzen Früchte auf die Stange... Kannst du dich noch erinnern an die Szene? Ja, ja. Wo der Captain gegrillt werden sollte. Huh? Es wird dunkel. Dein Partner hat das Spiel verlassen? Ja, ich hab doch gesagt, ich habe Verbindung verloren. Oh, na gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich mach dann erstmal eine Pause. Ah, da ist er neben mir. Soll ich dir mal was sagen, Henry? Na? Du hast eine Zielmarkierung genau über deinen Kopf. Nee, das ist keine... Ich bin ein Sim, weißt du? Du bist ein Sim? Ja, die Sims. Kennst du das nicht? Ach so, die Sims. Ich habe jetzt gerade ans Handy gedacht. Hä? Komisch. Naja, egal. Ah! Scharfschütze! Wo denn? Sind doch gar keine Schafe in der Nähe.
Gott. Da war mal wieder auch mit dem Boss arbeitet zusammen. Die Glocke glockt. Hast du gegen die Glocke geschossen? Ja. Ey, jetzt sehe ich deinen dicken Arsch. Ich glaube, es ist gut einmal. Wo sitzt der? Da oben irgendwo. Ich sehe gar nichts. Ich habe nur so ein Blinzeln gesehen und hab da. Ich sehe. Ich hatte einen Kopfschuss. Da ist ein Tiger. Gehen wir ins Haus? Ja, mit einem Tiger würde ich mich mit einem Scharfschützengewehr nicht anlegen. Nicht? Was hast du für ein Scharfschützengewehr? Ich würde mich mit einem Tiger anlegen, oh Gott. Kommt der hierher? Der zielt auf jeden Fall auf mich. Ja, dann ist das wegen die Zielmarkierung. Mach die weg! Warte. Ich krieg das Ding kaputt. Handgranaten? Nein, warte kurz. Ich muss doch meinen Herzschlag beruhigen. Oh. Vögel sind auch schon da. Alle Vögel sind schon da. Oh, gut. Ja, das war der Tiger. Jetzt ist er nur noch ein... Ja, keine Ahnung was. Kann man hier eigentlich auch die Lampen kaputt machen? Nö. Die Lampen sind aus Beton. Welche? Alter, ohne Spaß, der Ingenieur gehört auch getötet oder gesteinigt. Wer ist überhaupt so blöd und lässt Benzinkanister außerhalb des Panzers draußen anbringen? Das waren die Spieleentwickler. Weil die Panzer fuhren mit Diesel. Das ist nicht leicht entzündbar. Und wir hätten eigentlich Brandgeschosse gebraucht, um sowas machen zu können. Oh, was war das? Haben wir ja vielleicht. Ah, da ist noch ein Panzer. Geh weg da. Vielleicht haben wir ja Brandgeschosse. Ach so, das kann sein. Kann ich hier hinter? Ich komme hier doch. Aber hier. Der Benzintank war hinten dran und trotzdem, oder was? Nee, von hier wird das nichts. Wir brauchen eine erhöhte Position. Ja, jeder gute Schütze hat einen Tiger ausschalten. Ja, schieß auf meinen Schatten! Ich dachte, die Tiger waren die übelsten Motherfucker. Ja, ich. War das wieder der Tiger? Ja. Hat er dich erwischt? Ah, gut. Oh. Du hattest wohl die passende Position. Hübsch. Ach, gar nicht. Ich spiel, glaube ich, einen Russen, oder? Kann das sein? Mein, guck mich mal an. Ich sehe ziemlich russisch aus. Ich suche gerade die Gegner, die hier andauernd rumbrüllen. Ich sehe gar keinen. Ich guck mir ins Gesicht. Ein Russe. Oder? Du bist auf jeden Fall Armin, das hier. Du hast doch das auch, das Gerufe hier, ne? Ja. Ah, hier habe ich jetzt eine Markierung gesehen. Warst du das eben mit keine Gefahr? Da oben? Nein. Hä? Hab ihn. Gut. War ein Schauschutz. Also, ich finde es jetzt ziemlich gut. Warum töte ich denn meinen Artgenossen nicht so? Deine. Sitzen da in dem... Da im Haus! Vorsicht! Da muss noch oben einer sein. Ach, da hinten! Ist mich eigentlich noch gut? Weil ich gerade im Hintergrund das Backups rutsche. Ich höre dich noch gut. Ja, okay. Ich sehe bloß im Moment nicht durch, aber der Tag war heute wieder sehr anstrengend. Ich sehe da gar nichts. Ich gehe in den Bunker. Beim Arzt gewesen. Oh mein Gott. Ja, ich hatte heute ein Notebook fertig gemacht für einen Kunden. Und als ich alles fertig machte, habe ich seine Daten zurückgespielt und da war irgendwelcher Murks mit bei. Dann lief die Kiste nicht mehr. Jetzt konnte ich das alles nochmal machen.
Ich habe aber noch ein Notebook fertig zu machen. Da wartet schon einer drauf. Na dann. Da im Haus sind welche drinne. Oh, wir schalten hier auch zwei Scharfschützen, die so ganze Division ausschalten. Da bist du. Panzerkolonne. Ich war hier schon ins Haus gelaufen. Ach! Da geht's noch. Ich bin. Oh, das ist verwirrend hier, die Geometrie der Gebäude. Hier geht's weiter. Genau da, wo der Typ liegt. Halt, den kann man durchsuchen. Hier geht's nicht weiter, ne? Da geht's weiter. Lauf nicht so schnell, bitte, Henry. Ich bin nur auf der Suche nach Nazi-Gold. Aber hier gibt's kein Nazi-Gold. Schön aufpassen, du weißt, wenn ich Gasflaschen sehe oder Behälter, hier kann ich irgendwas machen. Kann man hier was machen? Nee. Nazi-Gold? Nee, hier kann man nichts mitmachen. Achso. Ach, hier ist eine kleine Forschungsstation. Wir verstecken uns gar nicht, das ist ein Gerücht. Oh, ich habe eine falsche Waffe. Ich habe eine... Das gibt's doch gar nicht. Was habe ich denn hier gemacht? Was hast du denn für eine Waffe? Ich habe aus Versehen... Ich habe aus Versehen meine Thompson gegen so eine olle Nazi-Waffe weggeworfen. Ich habe auch eine. Kannst du mal rausgehen oder irgendwie was? Oder ach, nee, da ist eine unsichtbare Mauer. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Dann geht's hier bestimmt weiter. Nee? Kann man hier noch irgendwas sehen? Ich habe aber auch eine MP40. Und eine Lugner. Und eine G43. Ich bin voll faschistisch ausgerüstet. Weil ich habe jetzt für die MP40 keine Munition. Weiter. Warte hier mal. Ah, hier ist Munition. Muss ich hier durch die... Wo muss ich denn jetzt lang? Da. Treppe hoch? Dann bin ich doch wieder draußen. Ach, wir müssen da wieder raus. Ja, wir sollen in die Kirche. Ach so, hier geht's rein. Ah, jetzt habe ich aber für meine MP wieder ein bisschen Munition. Oh, da willst du reingehen? Da fallen hier fühle ich mich zu Hause im Brennen. Hier fallen Bretter von oben runter. Ja, wie zu Hause. Wie bei Mama. Wie bei Mama? Der Scheiß, er schießt hier auf mich. Er scheißt auf mich. Spürst du sowas Warmes, Innliches? Oder was? Ja. Bist du schon die Treppe hochgelaufen? Ja, aber. Kannst du nicht mal auf den alten Sack warten? Nein, hier geht's eh nicht weiter. Warum laufe ich denn die Treppe hoch? Oder geht's da weiter? Geht's da weiter? Weißt du was? Bleib mal stehen. Wir überlegen in der nächsten Folge, wo es weitergeht. Einverstanden? Ja, okay. Weil die letzten, die kann ich ja beide zusammenschneiden und dann haben wir knapp 20 Minuten, das reicht, ne? Okay. Für die monatelange Pause. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.